Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Multidemon Hunter Tasse. Ach so, Stimmt. Eigentlich müsste ich mal wieder ein neues T-Shirt rausbringen. Ja, der Multidemon Hunter Shop, wie ihr gerade ganz gut erkennen konntet, ist offenbar nicht mehr existent. Ich habe keine Ahnung wieso, ich habe gerade ein bisschen nachgeforscht, aber kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Ich habe ein paar Theorien, aber die sind doch etwas zu abwegig und das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Sachen oder die Artikel, die man da in einem Shop erstellt, die werden auch so da gespeichert. Die kann man nicht irgendwie als Datei speichern oder so, oder auch höchstens die einzelnen Bilder, die habe ich ja auch alle noch, aber so die Artikel, die man da gestaltet hat, die sind jetzt quasi weg. Das bedeutet, ich muss das ganze Sortiment nochmal neu aufsetzen. Das hat zu einem zwar den Vorteil, dass ich alles nochmal ein bisschen schön aufmachen kann und so weiter und so fort, aber ansonsten ist alles weg. Die ganzen Links in den Videos sind unnütz. Das heißt, ich müsste theoretisch bei jedem Video, wo ich den Shop-Link verwendet habe, jetzt einzeln irgendwie was ändern. Da hätte man natürlich irgendwie einen Affiliate-Link oder sowas, oder nee, besser sogar noch irgendwie einen Link über multidemonhunter.de nehmen müssen, multidemonhunter.de/shop oder sowas, aber zu der Zeit habe ich da halt einfach nicht dran gedacht, dass das tatsächlich so passieren könnte. Ich muss dazu sagen, dass Spreadshirt nicht unbedingt die Art ist, die ich unterstütze, da Spreadshirt ja doch preislich gesehen ein bisschen sehr überteuert ist, was das angeht. Da gibt es viel, viel bessere Möglichkeiten, die ich allerdings so noch nicht kriegen kann. Da ich halt einfach einen, noch etwas geringen Aktivitätsstand habe auf YouTube, bedeutet, meine Zuschauer sind derzeit einfach nicht aktiv genug, dass ich das irgendwie lohnen würde oder mich irgendeiner partnern würde. Von daher muss ich irgendwelche Seiten nutzen, die solche Optionen halt anbieten, wie halt gerade eben Spreadshirt. Das lässt sich dann halt nicht ändern. Ich gucke dennoch, ob ich noch irgendwelche Alternativen finde. Ich muss mal gucken. Allerdings für diejenigen, die durch die Multis Retro Gaming Podcast Folge von letztens oder anderen Erwähnungen irgendwie Lust bekommen haben, sich mal einen Artikel zu kaufen, den kann ich nur sagen, tut mir leid, und auf der anderen Seite kann ich ein bisschen Trost spenden, dass auf jeden Fall wieder etwas kommen wird, auch wenn sich das mittlerweile nicht mehr so viel lohnt wie damals, zu der Zeit, wo ich den den Shop das erste Mal erstellt habe, da hat sich das auch gelohnt. Ich habe auch schon ein paar Tassen verkauft, also das war nicht wenig für meine Verhältnisse, und auch das ein oder andere T-Shirt, aber derzeit würde man theoretisch sagen, das wird sich nicht lohnen, und ich glaube auch, das wird sich nicht lohnen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich halt einfach das mit anbieten möchte. Und das wollte ich nur mal eben in diesem kleinen Video kurz zeigen, und dann bis irgendwann, ne? Tschüss.